Nächster Punkt. Haben wir. Syntaktischer Aufbau. Aufbau. Das mache ich gerade schnell. Wenn du, klar, ja, logisch. Du kannst es auch langsam machen. Du kannst mich gerne unterbrechen, wenn du magst. Du kannst gebe jetzt mal diese Zettel aus. Da stehen die Stufen drauf, mit Stufennummer, mit Bedeutung der Stufen und außerdem die Anfangsformulierung. Was wir jetzt machen werden, wir gehen es gerade einmal kurz durch. Gemeinsam bringen Beispiele zu jeder Stufe. Danach geht es in die Mittagspause. Die Mittagspause wird nicht nur zum Futtern da sein, sondern es wird eine Lern-Mittagspause. Wie lange wollen wir es machen? Stunde, anderthalb? Was meinst du? Also du meinst Pause und Arbeiten. Pause und Arbeiten. Anderthalb, ich oder? Ich denke, eine anderthalbe Stunde haben wir uns verdient. Ihr wart sehr tapfer bis hierhin. Anderthalbe Stunde Mittagspause, Dreiviertelstunde gibt's mal durch, bitte. Essen. Einfach nach hinten. Dreiviertelstunde Gruppenarbeit. Jeder sucht sich einen Sparringspartner. Wir bilden Zweiergruppen. Und zwar die Syntaktik. Was heißt Syntaktik? Syntaktik bedeutet in der Kurzzeittherapie zum Beispiel. In der Kurzzeittherapie sprechen wir dann von Syntaktik, wenn wir anderen Menschen erklären wollen, hey, sag mal, was genau für ein Prozess läuft im Gehirn ab, wenn jemand beginnt zu vertrauen? Welcher Prozess genau, welche Salamischeibenartigen Prozesse, zack, 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 welche Stufen durchläuft ein Mensch, bis er Ja sagt oder sagt, Mensch, ich höre auf zu trinken, ich stelle mein Leben um. Das nennt man Prozess und jeder Prozess besteht aus Prozessstufen. Und das ist auch ein Modell, ein syntaktisches Prozessmodell, was genau, welche Stufen genau durchläuft ein Kunde, um sich sicher und schnell zu entscheiden. Ihr in der Pause werdet die Hälfte eurer Mittagspause darauf verwenden, genau folgendes Ergebnis zu erlangen. Markus gibt euch eine kleine Vorausschau über das, was nach der Pause mit euch gemeinsam geübt werden wird. Bitte schön, Markus. Richtig. Und zwar, wir werden, also ich werde euch abfragen. Ja? Und zwar möchte ich nicht nur immer das Symbol zur Nummer wissen, sondern ich möchte auch wissen, was wird da gesagt. Ja? Und das immer so ein bisschen schön bunt durchgemixt und wehe euch, ihr lernt nicht. Mach mal ein Beispiel, Markus. Was genau? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Jürgen, wenn du dir jetzt das Symbol anguckst, ja, was meinst du? Ich meine, du weißt jetzt, was ist es, weil es hier an fünfter Stelle steht, aber was sagen wir beispielsweise an der Stelle? Du weißt es ja. Bring mal eine typische Formulierung für Stufe 5. Richtig. Ja, eins noch. Achtet auf das Wort genau. Ja, die Lupe heißt, wir zoomen ran. Und wie machen wir das? Wir machen es genau. Was genau verstehen Sie unter? Ja, Mikrofon. Genau, Mikrofon, Mikrofondisziplin. Wir brauchen da vorne ein Mikrofon. Bitte reicht mal den Knüppel nach vorne. Ja, ist halt live. Wo sind das zwei? Ja, es sind 12 Stufen. Das sollte drin sein in einer halben Stunde oder in einer Dreiviertelstunde, oder? Bring mal noch ein Beispiel. Und zwar, wir drehen dann ja die Tafel um nach ein paar Minuten. Wie könnte so das Abfragen noch ausschauen? Was müssen wir uns genau vorstellen? Naja, ich möchte dann zum Beispiel, dass der Carsten nach vorne kommt, nachdem wir sie alle abgenommen haben, ja, und es dann in die richtige Reihenfolge bringt beispielsweise. Aha, okay. Ich halte auch teilweise nur einfach mal ein Schild hoch, also und möchte dann spontan wissen, jetzt einfach die Nummer. Ja. Ja, also das Ding wird nach den Übungen komplett sitzen. Die Stufen sind dann klar, weil wir müssen ja, wenn wir die 12-Stufen-Technik in Zukunft perfekt anwenden wollen, auch teilweise mal wieder zwischen den Stufen mal hin und her springen. Ja? Und das kann man wirklich nur, wenn man genau weiß, in welcher Stufe genau man sich befindet und in welche Stufe genau man springt, um dann wieder genau in welche Stufe zurückzuspringen. Wie eine Art Landkarte, Markus. Richtig, ja? Der rote Faden. Genau, denn das Navigationssystem kann nur deshalb genau sein und sogenannte unvorhersehbare Hindernisse wie einen Einwand, sprich eine Straßensperrung, erfolgreich umgehen und dich ans Ziel führen, wenn es genau weiß, wie es hinter der Barriere weitergeht. Und das geht eben nur, wenn sich der Verkäufer mit der Landkarte, dem Gespräch, besonders sicher auskennt. Das muss ein konsistentes System sein. Ja, Markus wird dann sagen, Piktogramm, Euro, Stufennummer. Piktogramm, Euro, was genau geschieht da? Piktogramm, Herz, was sagst du? Dass ihr euch das einprägt, die Reihenfolge, die Bedeutung, und.
nehmt das bitte ernst. Es ist wichtig. Hat man das jetzt auf Dings? Mhm. Ist egal. Okay, also syntaktischer Aufbau. Fangen wir mal an. Stufe 1, liebe Jana, habt ihr das? Wir üben die Übung, ja? Genau. Damit das Lernen vollkommen verstanden wird. Habt ihr das, ja? Das Mikrofon da? Jana, was machen wir in Stufe 1? Warte, jetzt nochmal. Vertrauen aufbauen. Genau. Wie machen wir das im Bayreuther Kosmos? Na, indem wir unbestreitbare Wirklichkeiten. Richtig, unbestreitbare Wirklichkeiten. Jürgen, du hast gerade das Mikrofon. Bring mal ein ganz einfaches Beispiel für eine unbestreitbare Wirklichkeit. Es könnte sein, dass... Mach's mal an. Es könnte sein... Warte, und jetzt? Jetzt sollte es gehen. Hallo? Ja. Hallo? Markus, es könnte sein, dass du jetzt denkst, wenn du mich fragst, den ertapp ich mal richtig, dass er das nicht weiß. Oder liegt da vollkommen falsch? Danke. Ja? Was machen wir mit denjenigen, die noch gar nicht wissen, was unbestreitbare Wirklichkeiten sind? Wir gehen nachher, ja, wir haben ja hier nochmal unsere Checklist. Ja. Wir gehen Stufe 1 Vertrauensaufbau nochmal in jedem Detail nochmal durch. Wichtig ist nur, merkt euch einfach, möglicherweise unter Umständen, ich würde mich jetzt überhaupt nicht wundern, vermutlich können Sie mit meinem Namen noch nichts anfangen. Das heißt, Markus, Beispiel. Nach der Pause werden wir uns ganz bewusst nicht mit dem Abfragen sofort beschäftigen, sondern erst das Gehirn ablenken, indem wir ihm erstmal erklären, was passiert und dann schauen, wie viel blieb dem nach der Ablenkung hängen. Hab nur ich das nicht verstanden, oder? Habt ihr was von Behaltensquote? Schon mal was von Behaltensquote gehört? Also, ihr lernt das jetzt so gut wie es geht. Welche Symbole gibt es? In welcher Reihenfolge? Und was genau für eine Aufgabe wird in Stufe 8 erfüllt? Auch wenn du noch nicht weißt, wie das geht. Es gibt ja noch neue hier, die noch nicht wissen, was genau passiert. Wir werden euch danach ein paar Dinge erklären. Dann macht es sofort Klick, während euer Gehirn mit etwas völlig anderem abgelenkt und beschäftigt wurde. Werden wir euch danach abfragen. Wir machen jetzt einen Kurzabriss. Ja, auch für die Kamera, dass es, wir alle Stufen kurz durchgehen. Sagen, was sagt man. Ja? Okay, wir haben schon 10 nach. Pause. Ja, habe ich getrödelt oder du? Ich. Danke. So, und dann werden wir natürlich im Laufe des Tages und auch morgen auf jede einzelne Stufe nochmal, werden wir noch richtig viel Zeit aufwenden. Ja, Stufe 2. Okay. Herr Schröter, Stufe 2 klingt wie? Ja, Nutzensvermittlung. Richtig. Und wie hört sich das in der Regel an? Ja, damit ich Ihnen ein entsprechendes Angebot machen kann, wo Sie ganz lange von leben können. Perfekt. Gestartet schon, ja? Stufe 2, Nutzenvermittlung, damit ich Ihnen ein Angebot machen kann, das Ihnen schmeckt, das genau Ihr Angebot ist. Es ist mir wichtig, ein paar Fragen zu stellen. Stufe 3, das Go, was bedeutet es, Herr Golz? Das ist der Einstieg, den man... Ja, mit der Frage beginnen kann, was ist Ihnen wichtig, wenn wir heute über das Thema Berufsunfähigkeit reden? Richtig, Stufe 3, die Ampel, das Go, was ist Ihnen wichtig? Einfach nur merken. Genau, ja? Erste Wertefrage. Ja? Genau, dann das U-Boot. Martin, was heißt das U-Boot? Gib ihm mal das Mikro. Das ist die Stufe 4 mit der Vertiefung. Mhm. Und das kann zum Beispiel so aussehen wie... Was ist Ihnen sonst noch wichtig? Richtig. Was muss sonst noch erfüllt sein? Warum alles das genau so, in der kommen wir später zu. Ja, genau, das Warum genau das so gesagt wird, das klären wir später noch. Ja? Ja? So, Stufe 5, hatte der Jürgen schon gesagt. Mach's gerade nochmal, Martin. Nun, mir ist wichtig, dass wir wenig bezahlen. Was genau meinen Sie denn mit wenig? Genau, wir hinterfragen also unspezifische... Korrekt. Ja? Satzbestandteil. Denk dran, das U-Boot, was sonst noch? Wir vertiefen. Ja? Das U-Boot taucht ab. Lupe, was genau? Wir zoomen heran. Carsten. Haben wir hinten noch ein Mikrofon? Ganz hinten? Ja. Stufe 6. Bist du so gut, mal in die nächste Reihe zu reichen? Dann gehen wir einfach mal da durch. Ja? Wir haben noch ein paar Kandidaten, die noch nie am Mikrofon 6. waren. Stufe 6 ist die Checkliste. Jawohl. Meinen anderen Kunden war noch wichtig, dass. Genau. Das. Vielen meiner zufriedenen Kunden war außerdem wichtig, dass wir das und das machen. Genau. So, Rolf. Stufe 7.
Mikro. Reicht's mal durch. Okay. Die Kamera. Stufe 7 ist die Zusammenfassung. Hast du gerade auf deinen Spickzettel geguckt? Nein, meine Augen sind nur leicht abgeschweift. Okay. Sehr schön. Wie genau klingt die, ohne auf den Zettel zu gucken? Herr Kunde, damit wir am Ende nichts vergessen. Perfekt. So, ja, genau so. Wir wissen nämlich schon, dass du das Modell sehr diszipliniert anwendest. Haben wir von Kunden erfahren. Deswegen bin ich ja auch nochmal hier, Carsten, um das zu vertiefen. Mhm. Nee, doch, war kein Fake. Gibst du mal zum Guido? Du. Guido, Stufe 8. Welche Stufe ist das? Wie heißt die? Sprich mal ins... Ja, genau. Ohne jetzt ins Mikrofon zu sprechen, einfach. Das ist, glaube ich, nochmal Prioritäten festlegen. Richtig. Ja, Stufe 8, Prioritäten. Nenn mal, Markus, ein anderes, lieber Guido, einen anderen Begriff für Prioritäten, den wir heute noch oft hören werden. Wer, ich oder er? Nee, er. Achso. Ja, detailliertes Nachfragen seiner Wertigkeit. Nee, fängt mit D an. Hatten wir und übrigens. Manchmal schlägt sie dich beim Sex. Dominante Kaufmotive. Richtig. Genau. Wie, ja? Wie klingt das? Wie fragen wir nach den dominanten Kaufmotiven? Müsste ich nachgucken jetzt. Ja. Also, welche Dinge sind Ihnen besonders wichtig, wenn Sie. Genau. Ja? So. Wer kennt denn die 12-Stufen-Technik? Gib mal an den Carsten das Mikro. In welche Kamera soll ich hier noch halten oder braucht ihr das gar nicht? So. Braucht ihr gar nicht. Die wichtigste Stufe. Gut. Stufe 9. Klingt das wie? Ist die Vorabschlussfrage. Oder, wie sagt man noch? Na, das provisorische Ja. Oder, wie sagt man noch? Das muss ich mal nach. Der Kaufbereitschaftstest. Der Kaufbereitschaftstest, ja. Ja? Klingt wie? Herr Kunde, wenn wir die und die Punkte, die Sie mir jetzt als Ihre wichtigsten genannt haben, alle zu Ihrer Zufriedenheit erfüllen, sind wir dann im Geschäft. Oh. Sehr schön. Dein Applaus. Dein Applaus. Sehr schön. Gib's mal gleich an den Andreas. Warum das ein Applaus wert war, werden wir später noch genau erörtern. Das klingt alles sehr einfach. Carsten ist schon länger bei uns. Vielleicht kann Carsten uns ein bisschen was aus seiner Geschichte erzählen, wie sich diese Stufe 9 bei ihm etabliert und entwickelt hat, was er beobachtet hat, was er durchlebt hat, wie sich das integriert hat in seinem Prozess, auf was ihr dann achten könnt. Ja? Denn das hat ja nicht von Anfang an so geklappt. Na? Andreas. Bist du bereit, Carsten? Ist es ein Geschenk an die Gruppe? Ja? Jetzt würde ich normalerweise sagen, nochmal Applaus, aber spenden, lassen wir. Könnt ihr später noch. Hebt euch noch einen auf. Andreas. Markus. Stufe 10 ist der Abschluss. Welcher Abschluss? Der Handschlag sozusagen. Der Kaufabschluss. Ja gut, wir haben ja nochmal eine Stufe 12. Hm. Es ist der Vorabschluss, ja? Weil es kann ja durchaus sein, dass hier nochmal ein paar Einwände kommen. Der Abschluss, falls keine... Mach mal eine Technik. Genau, ja, genau, der Abschluss, falls keine Einwände kommen. Mach mal eine Technik, ja. Eine Abschlusstechnik als Beispiel. Nun, wenn alle Ihre Anforderungen erfüllt sind. Das ist Stufe 9, Andreas. Das ist Stufe 9, haben. Andreas. Du hast alles richtig, das ist Stufe 9. Du wolltest gerade eine Bedingungsfrage stellen, stimmt's? Na, dann können wir doch abschließen. Na gut, okay. Wieso, vielleicht wollte er sagen, wenn jetzt alles geklärt ist soweit, genau. Dann ist ja gar nicht mehr die Frage ob, sondern nur noch wann. Oder? Wolltest du das sagen? Wolltest du das sagen? Ja. Okay, wenn ja, hätte ich mich zweimal bei dir entschuldigt. Das dritte Mal hätten wir unter vier Augen gemacht. Okay, ja? Haben wir hier vorne noch ein Mikro? Gerade zufällig. Gib's mal vor. Gib mal das an die Heike. Stufe 11, liebe Heike. Einwandbehandlung. Mach mal ein Beispiel. Okay, warte, kurz zwischen. Ich gebe dir, Einwände müssen ja erstmal kommen. Zum Beispiel, du stellst mir in Stufe 9 die Frage, hey Kunde, wenn wir A, B, C, D, E erfüllen, sind wir dann Partner in Sachen Hauskauf? Und ich sage dir, vielleicht. Ist ja noch kein Einwand.
Wieso Einwandbehandlung? Weil dein Ziel ist noch nicht erreicht. Vielleicht ist weder heiß noch kalt. Es ist gar nichts. Ich gehe weder und spare Zeit und Geld, noch ich werde aktiv und verdiene welches. Ich stehe einfach so rum und warte auf den Bus. Ist das cool? Gut, also musst du jetzt bestimmte Fragen stellen. Heike, bitte. Jana, wenn ein richtiger Einwand kommt oder wenn ein Einwand kommt, zum Beispiel keine Zeit, dann Moment, erstmal so, kommt darauf an, weiß ich auch noch nicht. Ich entscheide mich nicht immer so schnell, ich bin nämlich Stefan. Was muss erfüllt sein, damit... Das sind Einwandbehandlungstechniken anderer Verkaufstrainer, das weißt du. Woher hast du denn das? Von uns? Nein. Gut. Lass es da. Gibt es sonst noch irgendetwas, außer dass Sie sich jetzt nicht gleich entscheiden möchten, was Sie daran hindert? Kann man machen. Na, ich möchte einfach noch gucken, ob die Bedingungen auch stimmen. Auch zum Thema Einwandbehandlung kommen wir ja dann richtig. Nochmal genau detailliert. Wie würde es denn weitergehen, Heike, bevor wir genau dann... Naja, ich muss ja erstmal prüfen, ob es ein Einwand oder ein Vorwand ist. Ja, angenommen, ich hätte gesagt, na, ich muss erstmal gucken, ob die Bedingungen stimmen. Wenn es Ihnen wichtig, wenn ich Ihnen alles zeigen kann und die dann Ihnen zeigen dann ist es Ihnen wichtig, kann, dass die Bedingungen stimmen. Dass die Bedingungen stimmen und Sie stimmen. Komplett das nachvollführen können, dann sind wir Partner. Oder? Stimmt's. Okay, vor der Mittagspause 99%. Okay. Sehr gut. Ja? Super. Sehr gut. Mach gleich die letzte Stufe hinterher. Genau. Was machen wir eine typische Handbewegung dazu? Das ist endgültiger Abschluss, also endgültiger Abschluss. Machen wir eine typische Handbewegung dazu. Gut, okay. Das wird ja alles gefilmt. Sehr wichtig, dass das da draußen für dich nicht so langweilig wird, ja? Und beziehungsweise immer spannend bleibt, ja? Mach mal ein typisches Gesicht dazu. Okay, passt schon. Stufe 12. Also, endgültiger Abschluss, Stufe 12. Daumen hoch. Ja? Mhm. Carsten, jetzt haben wir es 20 nach. Ich würde sagen, wir liegen immer noch gut in der Zeit. Wir haben 10 Minuten aufgeholt. Ja? Das ist nicht typisch für uns. Moment, sprich nur für dich. Also, liegt aber daran, dass wir eine klare Struktur eingeführt haben, dass wir genau 18 Uhr eine Punktlandung bisher immer hinbekommen haben. Und jeder hat nichts verpasst und alle wissen alles morgen. Das ist das optimale Ziel. Morgen kann jeder alles aufsingen. Das heißt, er hat ein klares Beweisstück. Wir werden es dann auch später, nach der Mittagspause, werden wir stärker mit der sogenannten Lernerfolgskontrolle arbeiten, indem wir euch hin und wieder ein paar kleine Mini-Aufgaben stellen, die ihr dann einfach beantwortet und schon überprüfen könnt, habe ich den Stoff wirklich drauf oder bilde ich mir nur ein, dass ich da war? Wenn nämlich nicht, können wir 2-3 Sekunden darauf verwenden, dann ist auch noch für andere gleich nochmal im Langzeitgedächtnis Sorge dafür getragen, dass sie davon profitieren. Und wenn keine Fragen mehr kommen, gehen wir zum nächsten Punkt. Der da jetzt heißt Mittagessen. Lasst euch schmecken. Gut, also wir sehen uns. Vielen Dank. Wir sehen uns um 14.50 Uhr. Schließen wir diesen Raum wieder auf um 14.50 Uhr. Ihr könnt eure Sachen gerne hier lassen. Nehmt allerdings bitte diese Piktogramme mit, damit ihr draußen lernen könnt mit eurem Partner. Wer keinen Partner hat, der bildet einfach eine Dreiergruppe. Herzlich willkommen in Teil 2 des ersten Tages unserer Junior-Kybernetiker-Ausbildung, Modul B, 12-Stufentechnik mit weniger Aufwand, mehr und bessere Ergebnisse produzieren, weniger Leerläufe zulassen, früher, schneller, sicherer erkennen, ob und wenn ja, welcher Kunde unter welchen Voraussetzungen genau bei dir kaufen wird, möchte, darf und kann und ob und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen genau du diesen Kunden überhaupt haben und gewinnen möchtest. Denn das Recht eines Verkäufers, das unveräußerliche Recht eines Verkäufers, ist mit dem Recht im Grundgesetz vereint. Seine Selbstbestimmung,
seine Autorität, seine Menschenwürde. Und ich weiß nicht, welcher Typ Mensch die wahnwitzige, irrige Idee entwickelt hat, dass ein Verkäufer grundsätzlich zu tanzen hat, wenn ein Interessent, auch wenn er das unbewusst tut, pfeift. Dieses Modell von du musst von Anfang an lieb sein und artig, sonst bekommst du den Auftrag nicht, integriert beinhaltet auch die Idee der Kunden, du hast gefällig zu funktionieren oder ich kauf woanders. Das musste er bislang noch nie unter Beweis stellen, der Kunde, aber er hat seine Macht oft genug missbraucht. Hört sich so ein Verkaufstrainer an? Gegen die Kunden? Nee, ich sag nur, dass das Leben, auch das deinige, zwei Seiten hat, weil auch du bist eine Medaille. Die Frage ist, ob du eine Goldmedaille sein möchtest oder eine Bronzemedaille oder nur so ein Token, der irgendwo in einem stillgelegten Spielzeug-Spaßautomaten auf Coney Island eine schon längst verrottete Spiel- und Spaßmaschine damals anzuwerfen imstande gewesen bist. Oder ob du tatsächlich das Etikett eines Siegers bist. Und sei es nur auf Platz 3. Viele kämpfen ihr ganzes Leben lang, um mal auf diesem Podest zu stehen. Die Menschenwürde beinhaltet auch das Konzept, ein Kunde ist nur dann König, wenn er sich wie ein König verhält. Ein König sagt seinem Volk die Wahrheit. Also in meinem Modelldenken. Jetzt wissen wir, dass die Könige oftmals was anderes tun, aber das hält mich nicht davon ab, an den eigentlichen Ursprungsgedanken, an das Konzept unserer Führer, wie auch immer sie gehießen haben mögen, zu erinnern. Ein guter Familienvater sagt auch mal die Wahrheit. Der verarscht seine Kinder nicht. Wenn die ihn fragen, Papa, wenn ich mein Zimmer aufräume, darf ich dann spielen gehen? Dann sagt er ihnen, ja, aber da musst du vorher das Zimmer aufräumen, in der Gewissheit, dass er sich dann auch daran zu halten hat. Wie viele Male wurden Kinder enttäuscht? Jetzt ist Mittag oder da ist das noch. Es geht jetzt nicht. Warum? Ja, darum. Das Gras ist grün, weil das Gras grün ist. Und dann wurdest du enttäuscht. Und du wurdest häufiger und häufiger enttäuscht. Irgendwann hast du aufgehört, Bedingungen zu stellen, weil du entweder gelernt hast, dass Menschen auf Bedingungen nicht so reagieren, weil du ja hattest als Elfjähriger noch keine 12-Stufen-Technik und wusstest nicht, unter welchen Voraussetzungen Menschen gerne über Bedingungen sprechen und sie eingehen, oder du hast gelernt, dass viele Bedingungen, viele Abkommen der Fairness keine Bedeutung haben. Nicht mal Verträge sind es, auf die wir uns verlassen, sei es, dass sie gestempelt, versiegelt und überall mit Kürzel versehen waren. Und die Summe aller Enttäuschungen ist es auch, die manchmal das Entdecken und das Nutzen der Stufe 9 so schwierig machen. Man will nicht so recht glauben, dass der Kunde mit seinem Ja wirklich eine verlässliche Aussage getroffen hat. Deshalb machen wir ja die Stufenübung, Stufe 9 Übung. Ich meine, du hast sie erlebt, ja? Damit die Menschen spüren, dass das nicht einfach nur so eine Belanglosigkeit ist, sondern wenn alles stimmt, dass diese Kaufzusage tatsächlich etwas wiegt. Wer hat diese Übung durchlebt? Die Formularstufe 9 Übung. Heike, ihr. Es gibt einige. Leider konnten wir nicht jeden durch diese Lernschlucht schicken. Gut, aber das werden wir noch andere Weise tun, möglicherweise, damit du diesen Glauben gewinnst. Wenn ein Mensch draußen sagt, ja, dann ist ihm das wichtig. Ich sage euch auch, warum. Angenommen, dir begegnet ein Verkäufer, lieber Carsten, und du erarbeitest mit ihm eine gemeinsame Checkliste, um die es heute und morgen geht,
aus der deutlich wird, dass alle Punkte, die mir als Kunde wichtig sind, dass du die weißt, dass du sie ernst nimmst, dass du keinen vergessen wirst, weil du es notiert hast, dass du mir sagst, hey, ich kann das erfüllen. Was wünsche ich mir, lieber Carsten, wenn du mein Verkäufer wärst? Was glaubst du, wünsche ich mir? Was ist der sehnlichste Wunsch, nachdem ich das erkannt habe? Dass ich das auch erfüllen kann. Ja, ich möchte es so. Das hat nichts mehr mit Verkaufen zu tun. Du bist der Einzige, der es geschafft hat in meinem Leben, mal den kompletten Nutzen, auch in seinen Facetten, so zu dokumentieren, dass ich schon jetzt erkennen kann, wow, wenn es doch nur so wäre. Das ist die Logik, die dahinter steht. Da gibt es keine Interpretation, keine Abweichungen, keine Tilgungen, keine Verzerrungen, keine Generalisierungen, nichts von den normalerweise trügerischen Fallstricken in Verkaufspräsentationen, weil der Verkäufer irgendwie ja nicht weiß, was muss er als nächstes richtigerweise machen, dann irgendwas tut und dann da noch streut, da, abgesehen davon, dass die Informationen nicht immer klar ankommen. Aber der Effekt, der entsteht, ist der, jetzt weiß ich gar nichts mehr. Das hat doch keiner mitgeschrieben. Was war jetzt richtig und wichtig? Und er hat die ganze Zeit etwas erklärt, weil er glaubte, dass mir Qualität das und das bedeutet. Und er hat die ganze Zeit was anderes darunter verstanden. Ich habe ihn aber nicht unterbrochen, weil auch ich ein artiges Kind bin. Ich möchte auch artig sein zum Verkäufer, damit er sich Mühe gibt für mich. Ich wäre doch dumm, wenn ich bei dir nicht kaufen würde, stimmt's? Richtig. Ja, das leuchtet uns ein, uns Kunden. Weil der Verkäufer hat die ganze Zeit erklärt, sie hat nur 2-3 Fragen gestellt und war dann schon sicher, dass sie wüsste, was ich will. Und der hat mir nur Unterlagen in die Hand gedrückt, die ja sowieso nur das abbilden, was interessant ist, damit es zum Abschluss kommt. Da hat keiner über Schmerzen, über Ängste, Sehnsüchte, über Bedingungen, über Zwänge gesprochen, die immer an jedem Objekt, was ich kaufe, haften. Nie ist es auch immer nur angenehm. Ihr habt ja auch bei uns Schwächen erkannt. Wir können auch noch das ein oder andere verbessern. Und ihr seht, ohne dass ihr uns das mit einer Kündigung zu verstehen geben müsst, wir entwickeln uns ja weiter. Es kommt immer irgendwas Neues. Wir sind immer interessiert, was besser zu machen. Das hier ist eine Interferenz, wo sich irgendwie ein Radius... Echt? Gut, dann bin ich ab heute rechts. Übrigens, vor 2 Jahren waren Wahlen, ja? Was mache ich? Ich gebe da Wahl-O-Mat ein, ja? Gute Überleitung. Ich gebe Wahl-O-Mat ein, weil ich dachte, meine Frau fragt mich, was willst du? Ich sage, ja, die Freiheit. Die Freiheit. Ja? Dann hat sie mir gesagt, mach mal hier den Wahl-O-Mat. Ich tippe da ein, Bundeswahlbeauftragter, ja? Fragebogen, okay. Hier lesen Sie das Programm von abcde über alle Parteien hinweg. Das sind so 70 Punkte. Bitte markieren Sie die Dinge, die Ihnen wichtig sind, lieber Kunde. Und der Wahl-O-Mat fragte mich, lieber Wähler, damit Sie wirklich eine Partei wählen, die Ihre Wünsche erfüllt und damit Sie lange glücklich sind als Familienvater und Steuerzahler, ist es uns wichtig, noch 2-3 Fragen zu stellen, lieber Wähler. Ist es gestattet, 2-3 Fragen zu stellen? Und ich sage dem Rechner, klar, klicke auf Start. Und das Erste, was der mich fragt in Stufe 3, weiß ich jetzt nicht weiter. Was ist Ihnen? Was ist Ihnen wichtig? Wenn Sie? Wählen. Wenn Sie eine Partei wählen. Wählen Sie aus den folgenden. Dann kommt schon Latte. Da gab es zurück zur D-Mark. Ausländer besser integrieren. Sofort Rückzug aus Afghanistan. Deutsche Sprache muss wieder beginnen zu leben.
Alleinerziehende Mütter sollen besser unterstützt werden. Ich hab da, boah, wie geil ist das denn? Klick, 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 klick. Und dann sage ich auswerten. Und wem habe ich eine SMS geschrieben? Ich glaube allen, auch dir, ja? Hilfe, ich bin ein Nazi. Da kam TVU raus. Aber nicht irgendwie so ein bisschen, sondern hier! Hilfe, ich bin ein Nazi! Ich weiß noch, zuerst war ich verwirrt. Ich habe das noch ausgedruckt. Wir haben darüber gesessen. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin doch nicht rechts. Ich habe weder Springerstiefel noch, ich bin mit Ausländern befreundet. Ich mache alles, was ich irgendwie ordentlich ist hier, ja? Und so, zahl meine Steuern und mach den ganzen Kram und hab genügend Kinder. Aber schön, dass du das dann immer in der SMS mitteilst, ohne weitere Erklärung dahinter. Ja. Das war, ich dachte, okay, Bayreuther ist im Wochenende, der wird schon seinen Spaß haben, passt schon. Das habe ich mir ausgedruckt auf PDF, das ist auf meiner Festplatte. Das ist nicht meine Idee, ich habe nur die Dinger angeklickt, weil du weißt ja nicht, was der Wahl-O-Mat da auswirft. Ja? Und ich habe dann, meine Frau sagt zu mir, sag mal, was hast denn du da angekreuzt? Ich sage, hier, guck doch mal selber, total normales Zeug. Ich habe sogar Sachen angekreuzt, deshalb habe ich nur 90% Punkte bekommen für DVU. Ich habe sogar Sachen angekreuzt, wie zum Beispiel, da waren so zwei, drei extreme Dinge dabei. Was war das noch? Die und die rausschicken oder so ein Dings da hier. So extreme, wie wir sie uns eigentlich nicht wünschen. Gut, die haben mich jetzt nicht zu einem Vollnazi gemacht, aber zu einem Fast-Nazi. Jetzt habe ich den Katalog auch ausgedruckt. Man konnte nämlich zurückblättern und hat genau gesehen, was mir wichtig war. Alleinerziehende Mütter müssen besser unterstützt werden, Steuern müssen einfacher werden, damit es jeder im Volk versteht. Ich als Non-Politikus, ja, war total verblüfft, hätte ich jetzt CDU gewählt, weil es in der Fernsehwerbung, also in den Nachrichten so vorgeschlagen wird. Das habe ich bislang immer gemacht, bis der Wahl-O-Mat der Bundesregierung meine eigentlichen Halluzinationen unterbrach. Meine Frau fragte mich, ja, was wählst du denn jetzt? Ich sage, ja, ich muss wohl dann das wählen, was ich möchte. Es tut mir leid, da kriegt DVU und jetzt kommt der Brüller. Die Linke waren an der zweiten Stelle. Ich sage, das kann nur ein Fake sein. Die Bundesregierung hat doch dieses Ding dann nicht da ins Internet gestellt. Haben die das mal getestet vorher? Ja, können sie ja gar nicht, weil jeder klickt was anderes an. Was wissen die denn? Erste Stelle DVU, zweite Linke und dann kam irgendwann FDP, dann kam die Grünen und dann kam CDU. Ich dachte, boah, jetzt muss ich so wählen, obwohl ich gar kein Nazi bin. Was mache ich jetzt? Das meine ich. So ist es, wenn die Menschen auf etwas mehr Wahrheit stoßen. Und durch die 12-Stufen-Technik wird klar, du willst dem ein Programm verkaufen, der muss in 4 Jahren dich abwählen. Und verzweifelt wie er ist, wählt er SPD, weil er glaubt, da wird irgendwas besser. Aber wissen tut er das nicht. Und dann geht es immer hin und her. Hey, ich kann doch die Politiker verstehen, die wissen gar nicht mehr genau, was sie wem sagen sollen. Das ist eine einzige Wackelpuddingmasse. Klar verheddern die sich. Dann werden sie immer unglaubwürdiger. Wenn von denen mal jemand die 12-Stufen-Technik machen würde, in so einer Abendsendung. Sie können jetzt abstimmen, das wäre mal geil. 0800, nicht mit RTL hier 50 Cent pro Abstimmung, sondern wählen Sie die Wählen Sie den 0800, wenn Sie für die Unterstützung von alleinerziehenden Müttern sind. 0800 880 5080 war zufälligerweise unsere Nummer. Dass Sie dann ein Voting, eine sogenannte Bundestagswahl, und die Telekom ist möglicherweise in der Lage, das Trägersignal, was ja mitgesendet wird bei der Nummer, auch wenn sie unterdrückt wird, zu speichern, dass jeder nur einmal anrufen kann oder jeder Anschluss. Da hätten wir ein ungefähres Ergebnis. Naja, wer weiß, wo das hinführen würde. Ich sag zu meinen Kumpels, zum Glück haben die Rechten noch Springerstiefel und, entschuldige lieber Jörg, und wenig Haare. Das Klischee, auch du, ja, sorry, mir wird es irgendwann auch so gehen. Wenn die so aussehen würden wie ich, dann könnten wir die gar nicht mehr richtig unterscheiden. Was ist denn das für eine komische Aussage? Ja, zum Glück, keine Ahnung. Sagt meine Frau. Aber es ist fantastisch, weil sie lag ähnlich. Echt.
Und das haben wir dann unseren türkischen Freunden gezeigt. Die haben sich kaputt gelacht. Du, Nazi? Oh, heilige Maria. Okay. Mann, oh Mann, oh Mann. Checkliste. Wir sind wieder drin und sind wieder drauf. Nächste Übung. Wir haben in der Arbeitspause die Piktogramme und ihre Bedeutung gelernt. Markus, schlägst du vor, dass wir das jetzt gleich abtesten? Und ja, genau, musst du nicht vorschlagen, hat Markus in der Checkliste vorgesehen. Machst du es, mach ich es, macht einer von uns? Wir können es gemeinsam machen, wenn du das möchtest. Gemeinsam sind wir stark. Gut, okay, machen wir. Na gut. Okay, also, ich habe euch eine Viertelstunde was erzählt. Eure Gehirne waren in einem anderen Ort. Das heißt, ihr wart abgelenkt. Lernbehaltensquote wird getestet immer nach einer Ablenkung. Weil ihr wart ja alle programmiert. So, Moment, noch schnell vorbereiten. Gleich ist es 10 vor. Was war das nochmal? Stufe 3, Stufe 4, Stufe... Jetzt werde ich gleich gefragt. Was macht denn der jetzt? So, jetzt ablenken, na logisch. Weil wir wissen wollen, was hängen geblieben ist. Weil nämlich das Leben übernimmt sonst diesen Job. Wir gehen nach Hause, es lenkt euch garantiert ab. Entweder, weil Jana wieder ruft, ey Ulbricht, bleib mal stehen! Und dann landen sie in der Falle. Oder weil ein Kunde anruft, ey Ulbricht, will kündigen. Dann bist du dir auch erstmal abgelenkt und beschäftigt. Und 2 Stunden später, Stufe 3, Essen. Ja, also das ist wichtig, dass wir das genauso vorbereitet haben. Markus fängt einfach mal an. Ich mache mal eine 2-minütige Sprechpause. Mal sehen, ob mir das gelingt. Das wollte ich gerade sagen, ja. Da bin ich jetzt schon gespannt. Gut, wir machen es so. Nicht einfach, wenn einer das weiß, schreien, sondern wir melden uns vernünftig wie in der Schule. Ja? Die so machen, kommen nicht dran. Wir melden uns und ich nehme dann einfach die sich nicht melden. Ja? Vielleicht mache ich es aber auch umgekehrt. Wir wissen es noch nicht. Also, wir fangen an. Stufe, welche Stufe haben wir hier? So. Ja, Uwe, jetzt, Moment. Bisschen spät, sag mal. Genau, warum ist das die 4? Richtig, was macht ein U-Boot? Es taucht in die Tiefe, ja. Uwe, Mikrofondisziplin, genau. Gib's ihm mal. Wie genau hört sich die Stufe an? Gut, gut. Mhm, das ist deine Antwort. Also ihr seht, ja, ausführlich gelernt. Ja, die Stufen. Die Stufen. Ich habe gesagt extra mit der Formulierung, mit der Startformulierung. Wer weiß es? Wer will helfen? Genau. Haben wir es gehört, ja? Martin, sag's nochmal. Was sonst noch? Was ist Ihnen sonst noch wichtig? Was ist Ihnen sonst noch wichtig? Genau. Machen wir was Einfaches. Wer weiß, was das hier ist? Herr Schröter meldet sich nicht? Ja. Nee, gut, du hattest das vorhin schon. Thorsten. Warte, gib ihm mal das Mikro. Was könnte das Herzsche bedeuten? Stufe 1 erstmal. Okay, nimm mal das Mikro. Also Stufe 1 und Aufwärmphase, Vertrauensaufbau. Vertrauensaufbau. Und jetzt mal die Piktogramme umdrehen. Ja, das verpasse ich jedes Mal. Jetzt mal alle Unterlagen schließen. Ich wundere mich. Er sagt das nur so. Er wollte nur schauen, ob ihr ehrlich zu euch selbst seid, ihr Golfer. Ihr Golfer. Du hast nicht mitgelernt, Klaus, ne? Okay, du darfst deins offen lassen. Warum ist Golf genauso ehrlich, wie diese Übung gerade mit Markus gemeinsam war? Die meisten, wenn keiner sieht, schummeln den Ball noch rein, ja? Hat er keiner gesehen. Und dann, ja? Weil sie niemand beobachtet. Mach mal ein Beispiel. Ja? Gut. Okay, danke. Ganz einfaches. Möglicherweise. Ja. Ja. Möglicherweise? Möglicherweise. Oder möglicherweise? Tja, möglicherweise ist es Ihnen wichtig, dass ich jetzt mal ein treffendes Beispiel liefere, nicht wahr? Nun, ich könnte mir sehr gut vorstellen, tue ich das nicht, kommen Sie schnell zu dem Entschluss, es handelt sich um einen Verkäufer, der noch besser werden möchte. Oder liege ich da vollkommen falsch?
Unter Umständen fragen Sie sich, hey, was habe ich die ganze Zeit getan? Ist das so, wie du es sagen wolltest? Erstmal ja. Genau. Und im weiteren Verlauf? Folgt. Der weitere Verlauf folgt. Da kommen wir ja noch zu. Warum das so schön klingt, wenn du das sagst und wie war das in Zukunft? Er ist ja schon ein kleiner Mini-Fortgeschrittener. Er ist ja nicht ganz unschuldig. Aber du siehst, nicht wie groß der Kosmos ist, sondern wie schwer es teilweise ist, einem Kometen hinten auf den Hinterkopf zu fassen, während er so fliegt, ja? Ja? Mhm. Genau. So. Aber Thorsten, wenn irgendjemand an dich glaubt, dann sind wir es. Verlass dich drauf. Nächste Stufe. Du hast es schon zweimal bewiesen. Wer weiß es. Wo du richtig mutig warst. Ich auch. Manfred, ja? Sehr gut. Danke, Thorsten. Nimm mal das Mikro. Das ist die Lupe, also ja. Die Vertiefung. Welche Stufe ist... Moment, stopp. Vertiefung war welches Zeichen? Nee, das ist das U-Boot. Genau. Detail. Ja, naja, wie kann man es noch sagen? Naja, was jetzt noch wichtig wäre. Genau. Ja, merkt euch... Das ist so eine Eselsbrücke von mir. Wenn ihr die Lupe seht, zoomen wir auf was ran, weil wir es genau sehen wollen. Merkt euch einfach das Wort genau. Genau. Ja? Okay. Welche Stufe hast du gesagt, war es? 5, danke. 5, ja? Wer vorsagt, beraubt des betreffenden Interagisten seines Erfolges. Auch wenn er es gut meint. Das ist wieder so wie, mach mal die Tür auf, halt an, ich muss schnell raus. So. Aber es ist gut gemeint. Aber es zeigt ja, wie interessiert ihr seid. Das macht auch Spaß, sich zu entwickeln. Bitte. Also, weil ihr 2 Minuten waren übrigens Ich quatsch dir dann auch dazwischen. 2 Minuten waren um. Was will der traurige Kerl hier uns sagen? Dass du... Na. Andreas. Mikrofon? Disziplin? Mikrofon, Disziplin. Wo ist das zweite Mikrofon hinten, bitte? Das liegt hier irgendwo. Einwandbehandlung, okay. Bedeutet das? Das ist Einwandbehandlung, welche Stufe? Das ist die Nummer 11. Richtig. Mach mal ein schönes Beispiel. Das sind die ersten Warte, ich gebe dir erst einen Einwand. Nee, will ich nicht. Will was? Ich nicht. Will ich nicht. Will ich nicht. Was genau willst du nicht? Ich möchte Ihnen keine Kaufzusage geben, so früh. Oder? Ja. Gut. Ja, warum genau willst du mir keine Kaufzusage geben? Warum? Ja, warum? Das hat mich gestern der Verkäufer auch schon gehabt. Gesagt, darum. Das ist mir zu unspezifisch. Aha. Wissen Sie was? Nehmen Sie doch den Lehrstuhl für spezifische Physik. Da wird es ganz genau. Okay. Natürlich. Ja, wir können durch die Art der Fragestellung, lieber Markus, können wir die Wirkweise, das Werkzeug, den nächsten Schritt, die Vorgehensweise, die Strategie, wir führen nicht nur, sondern wir gestalten. Wir wollen bestimmen, wonach der Kunde sucht, welche Fragen er sich selbst stellt, zu welchen Ergebnissen er in seiner Welt kommen soll, weil wir die Grundannahme vertreten, die Lösung liegt in dir. Du bist göttlich. Du hast die Möglichkeiten, du hast vernetztes Denken, du hast eigene wertvolle Erfahrungen. Ich muss dir als Verkäufer gar nichts überspielen mit meinem USB-Kabel. Also was genau hindert dich daran abzuschließen? Okay, ja, ich muss das nochmal Eine Frau habe ich ja nicht. Frau hat er nicht, das bedeutet 0800 880 5080 oder per E-Mail markus.kempf, K-E-M-P-F, ich buchstabiere Konrad, Emil, Martha, Paula Friedrich at bayreuther-training.de oder 0171 998 3191. Bitte nur seriöse Anfragen. Und was außer Und dieser weiblich. Nummer hindert dich noch daran? Das war's. Ich muss es da noch besprechen. Will jemand helfen? Bist du Arzt? Mikrofon. Mikrofondisziplin. Danke.
Möchte helfen? Nein, ich bin kein Arzt. Hilft trotzdem. Was war jetzt nochmal deine Frage, Andreas? Du hattest gesagt, Markus, du hattest gesagt. Ich muss das noch besprechen. Ich muss noch mit besprechen. Wem auch immer. Wenn du jetzt sagst, okay, ich muss das noch besprechen, was würdest du da genau besprechen? Also, was würdest du jetzt, was fehlt dir noch genau an Info? Was möchtest du noch weitergeben? Das ist sehr gut, Stefan. Was genau würdest du besprechen? Das heißt, du stellst eine Frage, die den Prozess betrifft. Und zwar, worauf wirst du achten, wenn du das mit wem auf immer besprichst? Worauf wirst du achten, wenn du das besprichst? Will jemand antworten? Wer wollte denn was besprechen? Ich. Ach so, gut. Worauf wirst du achten, wenn du was besprichst? Ja, ich muss da eine Nacht drüber schlafen, ich muss das nochmal in Ruhe besprechen, vielleicht das ein oder andere Detail nochmal. Worauf wirst du achten, während du schläfst? Von welchem Angebot sprechen wir gerade? Ja, die Frage ist nämlich gar nicht so leicht zu beantworten, ja? Richtig. Manche sagen nochmal schlafen, dann gibt es ja Verkäufer, die sagen, hey, können Sie mir das beibringen, wenn ich schlafe, zu denken? Und wenn ich nicht denke, zu schlafen, das wäre genial. Mein Leben würde sich schlagartig verbessern. Ich hätte 24 Stunden Tag rund um die Uhr Ruhe. Jetzt stelle ich ihm die Frage, worauf genau achten Sie denn, wenn Sie schlafen? Dann muss er selber, hat er zwei wichtige Dinge erkannt. Ihr merkt schon, erstens, dass ich dann schwammig reagiere, weil, was soll ich dazu sagen? Vielleicht mach mal so, wie es kommen könnte. Du müsstest zwei Entscheidungen treffen. Erstens, bleibe ich bei der Aussage, dass ich während ich schlafe denke? Und zweitens, worauf will ich denn achten, wenn ich das Ausschlusskriterium nenne, ich muss erst noch schlafen? Bitte. Ja, eigentlich habe ich kein Geld. Ja, genau. Dann ist es Ihnen also wichtig, dass das Angebot von mir so ausgerichtet wird, dass Sie entweder dadurch sehr viel schneller Geld verdienen oder... Oder wir senken den Preis für Sie. Nein! Ja gut, wenn Sie mir gleichzeitig sagen, worauf Sie gerne verzichten müssen, können wir das Angebot preislich anpassen. Ist ja okay. Auf was möchten Sie gerne verzichten? Völlig legitim. Welcher Teil des Angebotes erscheint Ihnen entweder zu teuer oder überflüssig? Ja? Oder dass wir das Angebot so ausrichten, dass Sie gerne kaufen können, weil Sie sehen, auch die Anfängervariante bringt Ihnen jede Menge Freude. Aber zum Thema Einwandbehandlung, da gehen wir ja am morgigen Tag nochmal in aller... Ja, es gibt ja so Videozuschauer, die fragen sich, wann gibt's denn endlich Inhalt? Das gibt's schon die ganze Zeit. Ja, sag das doch nicht mir. Ja? Gut, dann haben wir hier das Heksche. Das Heksche? Das Heksche, Heike. Mikrofonangst, Disziplin. Wir müssen, schau mal, Markus, wenn du fragst, ja. Versuch mal da in dem Radius, wo sich gerade... Heike hat mich gerade so strahlend angeguckt, da konnte ich gerade nicht widerstehen. Andreas, auch das kannst du mit Heike besprechen. Ja. Checkliste. Stufe? Die 6. Wer hat Heikes Erfolg vorweggenommen? Genau. Wer flüstert? 5 Euro ins Phrasenflüsterschwein. Wer vorsagt? Ins Vorsageschwein. Wir würden unseren Umsatz verdoppeln. Heike, die Formulierung, Stufe 6? Meinen anderen Kunden und meinen zufriedenen Kunden ist noch besonders wichtig, dass sie jeden Monat mehr Geld in der Tasche haben. Oh, gibt es das? Für Sie? Das nehme ich auch. Möchten Sie, dass Sie jeden Monat mehr Geld in der Tasche haben? Genau. Ja, Stufe 6? Gleich mit Nutzen-Kontrollfrage. Stufe 6? Der sich fragt, was ist denn mit der los? Ja, das war merkt alles euch, super. Ja. Merkt euch einfach Checkliste, da kannst du nämlich schönen Haken dran machen. Ja? Und die Sachen abhaken, so wie wir es da auch tun. Jawohl. Nächste Stufe, der Smiley. Wer weiß es? Bernd, mal schauen, ob die Neuen gelernt haben. Ganz knapp davor. Ja, sehr gut. Mikrofondisziplin. Danke, Herr Regisseur. Wir hätten es beinahe vergessen. Aber ist gut, du schreist am besten gleich immer Mikrofon, dann wissen wir gleich immer, dass das Mikrofon fehlt. Es ist immer schon gut gewesen zu wissen, ob das Mikrofon fehlt. Bernd. Also ist, glaube ich, die Stufe 10 der Vorabschluss. Halbwahrheiten sind auch gut. Geh mal eine Stufe weiter vor. Also zurück, meint er. Stufe 9. Genau.
Stufe 9. Und welche Stufe ist das? Der Smiley? Habe ich vorhin gesagt, ist die wichtigste Stufe mit. Die komischerweise sogar schon mal von dem einen oder anderen weggelassen wird. Obwohl es doch die wichtigste Stufe ist. Kommen wir später zu. Die Kaufbereitschaft. Richtig, Kaufbereitschaftstest. Mikrofon. Also, das ist schon. Also, weil ich es immer wieder sehe, das Mikrofon könnt ihr einfach eingeschaltet lassen. Macht ihr da den Knopf nicht runter, das bleibt einfach so grün. Haben wir einen neuen Akku hier, egal. Dann nehmt ihr das und so. Also, das wäre Heike zum Beispiel falsch. Weißt du, was sie gerade denkt? Muss die schräger halten. Na gut, okay. Andreas, sprichst du bitte mit ihr? So. Ihr müsst so weit rangehen, so ein Stück, so 5 cm, ja, damit das schön auf Band ist. Es ist manchmal für euch dann auch später unbefriedigend. Was habe ich denn da gerade gesagt? Mir fehlt da jetzt total der Zusammenhang, weil nämlich die Aussage von Markus allein, die ist völlig, liegt frei in der Milchstraße. Wir wissen nicht, wohin gehört der Außerirdische. Ja? So, ist ganz wichtig, auch für die anderen. Danke, Bernd. Ja? Können wir gleich nochmal üben, Bernd? Hm? Die Formulierung zur Stufe 9. So eine Bedingungsfrage? Ja. Wenn, dann? Also lieber Kunde, wenn